Hallo, am nunmehr 16. November 2020. Ja, seit dem letzten Beitrag sind wieder ein paar Tage vergangen. Ein bisschen was ist hier dann doch passiert auf der Baustelle. Diesmal vor allem hier vor dem Haus. Das Thema ist nach wie vor eben die Garage bzw. halt das Garagenfundament. Da haben wir jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche weitergearbeitet, sind jetzt soweit fertig, dass eben die Schalung, man kann das hier so ein bisschen sehen, an Ort und Stelle ist. In einem nächsten Schritt wird das Ganze jetzt eben mit Beton geflutet und jetzt möchte ich eben euch noch mal kurz den Zwischenstand zeigen, bevor dann hoffentlich bald das Endergebnis auch schon soweit fertig ist. Hier noch mal jetzt so ein Gesamtanblick des Fundaments. Ich stehe quasi jetzt hinter den Garagen, also hier vorne zur Straße, und da wird sich die Einfahrt befinden, das Garagentor und dann eben die zwei Garagen, die dann hier senkrecht dazu eben aufgestellt werden. Die liegen dann quasi auf diesen Fundamenten hier auf. Die auf diesen beiden Streifen, sowohl links als auch rechts, die dann eben das eigentliche Gewicht tragen werden. Und vorne gibt es einen weiteren Streifen, der dann aber nicht mehr so tief ist, der vor allem dafür sorgen soll, dass das Garagentor sich nicht durchbiegt. Das würde man halt sehen über diese 6 Meter Spannweite. Ist ansonsten aber jetzt statisch gesehen nicht ganz so kritisch. Das Fundament selbst besteht aus sogenannten Hohlblocksteinen, die werden auch Haarsteine zum Teil genannt. In unserem Fall sind die jeweils 25 cm hoch. Und wir haben hier rechts bzw. links in dem Streifen halt jeweils 4 Reihen aufeinander gestapelt. Das heißt, man kommt in etwa auf 1 Meter Höhe durch die Steine und dann kommen dann nochmal so 10-15 cm durch die Holzschalung hinzu, sodass man am Ende ungefähr bei 1,10 Meter eben landet. Die Holzschalung deswegen, um halt auf das richtige Höhenniveau zu kommen. Da wir mit den Steinen ein bisschen zu tief waren und zum anderen auch, um das Ganze eben nochmal ausnivellieren zu können. Die Steine sind da leider nicht ganz gerade verlegt, lassen sich auch nicht ganz gerade verlegen. Und zum Zweiten, auch hier im vorderen Bereich, bei dem vorderen Element, brauchen wir eine Steigung, da brauchen wir ein leichtes Gefälle, einfach damit Wasser, wenn das in die Garage reinläuft, durch dieses große Tor, eben sich nicht in die Garage sammelt, beziehungsweise eben nicht hineinläuft, sondern aus der Garage herausläuft und dementsprechend dann auch über die Einfahrt hinweg bis zur Straße halt wegläuft. Ansonsten, das kann man hier bzw. auch auf der anderen Seite sehen, haben wir halt hier mit so Schnurgerüsten gearbeitet, haben das alles ordentlich vermessen und dann Schnüre in den Boden gehauen, bzw. Stangen in den Boden gehauen und daran Schnüre befestigt. Und über diese Schnüre kann man dann halt, konnte man sich dann orientieren und die einzelnen Steine verlegen. Und so halt möglichst geradlinig arbeiten. Hier diese Seite ist natürlich noch weniger kritisch. Die befindet sich total auf unserem Grundstück. Auf der anderen Seite, da ist man natürlich an der Grundstücksgrenze und man möchte jetzt nicht die Garage irgendwie aufs Grundstück des Nachbarn stellen. Eine weitere Sache, die sich hier in den letzten Tagen eben noch ergeben hat, ist hier zu sehen, nämlich das grau-orangefarbene Tiefbaurohr an der Stelle. Eigentlich sollte das natürlich ein reines Tiefbohrer sein. Leider gab es irgendwie diese Muffe oder diesen Adapter hier, gab es nicht in der orangefarbenen KG-Ausführung. Daher musste ich zum HT-Produkt greifen an der Stelle. Spielt aber keine Rolle, das wird nachher ohnehin halt so vergrohrt werden, dass das in etwa hier herauskommt, im hinteren Teil der Garage. Hier gibt es ein weiteres Leerrohr und all diese Rohre dienen eben der Elektroverteilung in der Garage. Also da kommt zum einen mal ein Rohr aus dem Hausanschlussraum für die Elektroverteilung in die Garage hinein. Und von hier hinaus kann man dann wieder irgendwie in den Garten gelangen bzw. halt den Weg beleuchten. Und analog dazu gibt es ein weiteres solches Rohr hier im vorderen Bereich des Fundaments, sodass man auch eben Richtung Garageneinfahrt hier mit Kabeln gelangen kann später, um hier eben auch nochmal die Beleuchtung anzufahren, beziehungsweise hier gibt es noch Schächte vielleicht, die man überwachen will vom Füllstand her, beziehungsweise eventuell sogar eine elektrisch beheizte Garageneinfahrt oder solche Spielchen. Und das ist eben eine einfache Möglichkeit, um hier dann nachher mit den Leitungen im vorderen Bereich vor der Garage herauszukommen. Ansonsten gibt es hier auf der linken Seite eben nochmal zwei Ausschnitte, das kann man hier sehen, das ist eine Vorbereitung für weitere Rohre, die man hier jetzt schon sehen kann, das ist die Entwässerung der Garage selbst. Also hier gibt es Fallrohre, die quasi in der Garage selbst verlaufen, die dann hier herausgeführt werden aus dem Fundament und irgendwie verrohrt werden müssen bis zu diesem Rohr hier. Also an der Stelle ist halt nochmal ein Entwässerungstiefbaurohr, das dann mit in die Zisterne geleitet wird, sodass das Regenwasser, das eben über die Garage dann gesammelt wird, mit in die Zisterne geleitet wird. Hier kann man jetzt nochmal die Hohlblocksteine sehen, so wie sie eben angeliefert worden sind, beziehungsweise wie sie eben verbaut werden. Die haben hier so eine Art H-Form, sind eben hohl und werden dann mit Beton verfüllt. Und das ist jetzt der Teil, der eben übrig geblieben ist. Muss ich mal sehen, wie ich die dann wieder losbekomme bzw. abgeholt bekomme oder so.
Genau, das soll es an der Stelle schon wieder gewesen sein. Diesmal eben ein relativ kurzer Beitrag. Wenn man das Ganze so zusammenfasst, dann ist das überschaubar. Wir haben halt irgendwie am Garagenfundament weitergearbeitet. Im Detail war das dann aber doch sehr zeitaufwendig und mit der einen oder anderen Schweißperle verbunden. Insbesondere hier auf dieser Seite bei dem Streifen mussten wir tatsächlich auch nochmal mit der Hand, mit der Schaufel, mit der Axt irgendwie nachlegen, weil das mit dem Bagger nicht so hingehauen hat. Da mussten wir nochmal das Erdreich bearbeiten. Die Erde an der Stelle ist unheimlich hart. Das war schweißtreibend, hat aber ja am Ende hat das schon gut hingehauen, das passt schon. Kostet halt einfach am Ende des Tages ja, Zeit. Wir sind aber soweit jetzt mit den Vorbereitungen durch. Hier fehlen jetzt noch bei der Entwässerung eben so ein paar Rohre, die man noch vorbereiten muss. Ansonsten kann da aber schon der Beton fließen. Das wird jetzt sicherlich in den nächsten Tagen auch wieder stattfinden. Auch das werde ich nochmal dokumentieren, auch das Gesamtergebnis präsentieren. Und sobald eben hier das Ganze betoniert ist, ist das Fundament soweit abgeschlossen. Dann kann die Garage angeliefert werden und dann sind wir mit dem Thema Garagenfundament bzw. Garage an sich durch und können uns eben dann wieder auf das Haus konzentrieren. Das ist in den letzten Tagen auch da, ist es ein bisschen weitergegangen im Innenausbau, aber da sind jetzt keine nennenswerten Sprünge passiert. Das heißt, das werde ich euch in einem der nächsten Videos wieder präsentieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!